Stellt euch mal vor, ihr würdet 100 Stunden mit einer fremden Person ein Date haben in einer winzigen Box und ihr dürft nicht raus. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden und zwar von Mike Wallers oder Welles. Der hat ein Video gemacht, 100 Stunden Blind Date in einer Box. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, würde mich ultra freuen. Schaut auf Twitch vorbei, zweiter Link in der Beschreibung, um die ganzen Sachen hier auch live zu sehen. Und wir schauen uns das Ding mal an. Blind Date dauert 100 Stunden. Über 4 Tage. In einer Box. Ob sie die Box als Paar verlassen oder sich nie wieder sehen dürfen, wird am Ende vertraglich festgelegt. Vertraglich? What the fuck? Genügend Zeit, um es herauszufinden, haben sie ja. Und keine Sorge, wir sehen wirklich alles. Ich hab dich gelitten. Da war ich aus. Ich bin auf die Nacht Okay. Spannend, wenn das jetzt schon ist. Okay, wir machen jetzt unser erstes Sex-Date. Was ist passiert? Bitte? Das war das Einzige, was ich gehofft habe, dass es nicht passiert ist. Ich würde wahrscheinlich auch nicht. Das liegt nicht an dir, das liegt nicht an irgendjemandem, das liegt einfach in der Box. Hallo? No way, die bumsen da nicht. Niemals sitzen in der Box und haben da Geschlechtsverkehr. Never, nee. Hallo. Wie heißt du? Amalia. Hi, ich bin Leon. Hi, freut mich. Wir haben halt echt keinen Space. Ich habe echt gedacht, das ist ein bisschen größer so. Keine Sorge, größer wird das Space zwar nicht, aber alle 10 Stunden gibt es ein Date mit einer Challenge, die Box verbessern oder auch verschlechtern kann. Komm rein, schnell. Du bist zu spät. Wir müssen das Date wohl rein. Okay. Würdest du abbrechen? Das sehe ich nicht. Ich glaube, wir sind beide keine Kutter. Auf jeden Fall nicht. Pinky Promise? Pinky Promise. Pinky Promise? Saying no. Okay, sie geben sich ein Pinky Promise darauf. Ich finde Pinky Promise so cringe, ne? Dass sie beide nicht abbrechen, das wird so nicht halten. Oh, is denying yourself an experience. Hecki, also, du musst drinbleiben, sorry. Blockierst du dir selbst eine Erfahrung, auch wenn es negativ verlaufen könnte. Was, wenn wir irgendwann so genervt voneinander sind und wir dann so einfach so umdrehen? Kann da etwa jemand in die Zukunft schauen? Euer erstes Date startet jetzt. Krass. Wir haben ein Date. Wir haben ein Date. Wir wissen halt noch nicht, welches Zeitlimit wir denen geben für die Challenge, deswegen müssen wir jetzt mal testen, wie schnell das überhaupt geht. Was ist das denn? Wow. Ich wette, da kommt jetzt so eine ganz, ganz schlimme Challenge. Oh. Oh Gott. Wenn ich den ersten Satz schon lese, weißt du? Playing with balls. Nee, ist okay. Platziert die Grapefruit zwischen eure Bauchnabeln und rollt die ohne die Hände zu benutzen hoch bis zwischen eure Lippen. Let's go! What the fuck? Okay, da kommt so viel Adrenalin und so viel Dopamin rein. Sicher. Nein, mit dieser Aufregung und mit diesen Aufgaben. Erster Eindruck. Sehr sympathisch. Ja? Ja. Praktisch. Auch süß. Erster Eindruck gut. Ich glaube, das kann man aushalten 4 Tage. Was du uns? Geh zurück. Geh wieder rein. Was du so? Nee. Hey, das war. Da war schon fast ein Kuss. Ja. Chat, würdet ihr das machen? Und auch eine YouTube-Zuschauer, würdet ihr da mitmachen? Bei so einem Ding? 100 Stunden in der Box mit irgendeiner random Person? Die Challenge wurde bestanden. Ja. Hier kommt eure Belohnung. Krass. Geil. Das ist cool. Kannst du spielen? Gitarre spielen? Nein. Ja. Du kannst Gitarre spielen? Ja, ein bisschen. Jetzt finde ich den schon gut. Mhm. Er spielt. Aber er hat den Stift auch nicht entdeckt. Warum findet er den Stift nicht? Was ist da drin? Was ist drin in dem Sockenblock? Ein Stift. Was für eine romantische Stimmung. Alle schreiben nein. Tut es mir ja fast ein bisschen leid, dass ich das gleich wieder zerstören muss, aber die beiden wussten ja selbst, worauf sie sich einlassen. Also, hoffentlich. Es gibt da 2 Briefe, einer für Leon und einer für Amalia. Und ich glaube, die könnten jetzt für ein bisschen Drama sorgen. Hä? Wer hat den Brief reingeworfen? Ich weiß auch nicht. Ja, wer wird es wohl gewesen sein? Vielleicht der Typ, der das Ding organisiert hat? Digga, so scheiße. Ja, wir müssen ihn aufmachen. Was machen wir sonst in einer Box? Ich kann nicht so einen Brief. Hä, natürlich musst du den aufmachen. Das ist der Sinn von einem Briefumschlag. Haben und ihn nicht aufmachen. Ja. Ich lese mal alleine und je nachdem entscheidet er, ob ich mit dir teilen kann oder nicht. Wir haben schon Geheimnis voneinander. Fängt das schon mal gut an. Was? That's crazy, actually. Verstehe. Sag das nie wieder. Bitte sag das nie wieder. That's crazy, actually. Steht bei dir drin? Hey. Ich wäre echt gerne in der Box mit dir gewesen. Nein. Bei mir steht genau dasselbe. Aber Mike hat jemand anderen gewinnen. Ja, genau. Dass sie dein wahres Potenzial sowieso nicht erkennen wird. Freue ich mich schon auf unser Treffen nach dem Experiment. Yes. Wenn ich jetzt sehe, bei dir ist noch ein Herz dran. Bei dir nicht? Nein. Irgendjemand versucht uns zu trennen. Wenn sie wüsste, dass diese Person auch noch kommt. In real life. Aber dieser Brief, siehst du das? Okay, anscheinend wollen auch noch andere ihr Herz erobern. 100 Stunden, was ist mit Schlafen, Essen, Duschen, Kacken? Ja, Schlafen machen die da drin, Essen machen die da drin, Duschen dürfen die nicht, glaube ich. Und Kacken gehen sie wahrscheinlich kurz raus. Weiß nicht. Ich kann keine Essen. Naja, ihre Verehrer werden sie noch früh genug kennenlernen, aber bis dahin lief es nicht mal so schlecht. Was ist das denn? Ich hab die Füße. Ist alles wichtig? Oh mein Gott, ihre Füße berühren sich. Wieso guckst du so? Mach dich zu mir, Lieben. Ja, okay. We can't wait for tonight, huh? Ich bin auf die Nacht gespannt, wenn das jetzt schon so ist. Ich weiß nicht, wie es so ist. Okay, das ist ein bisschen cringe.
Euer zweites Date startet jetzt. Ich habe Angst vor der Challenge. Was glaubst du, was die Challenge ist? Hast du irgendwelche Theorien? Hierfür haben wir eure Freunde und Ex-Partner zu euren Red Flags befragt. Es können nicht meine Ex-Partner sein. Es können auch keine meine sein. Ziel der Challenge ist es, die jeweiligen Red Flags der richtigen Person zuzuordnen. Oh, wie süß. Ja, und ihr glaubt gar nicht... Alter, warum haben die da 3 Pizzen und einen Salat, Alter? Okay, Junge. Wie unangenehm. Red Flag Nummer 1. Die Person sagt, sie ist nicht snusabhängig, aber wenn sie keins hat, wird sie aggressiv. That's you. Hey, what the fuck? Ich bin wirklich nicht abhängig. Verurteilt dich aufgrund deines Sternzeichens. Okay. Red Flag Nummer 3. Ich wäre bei beiden sofort raus, wenn eine Partnerin von mir, also eine potenzielle Partnerin, snusabhängig wäre, sofort raus. Und wenn sie mich aufgrund meines Sternzeichens verurteilt, wäre ich auch raus. Was sind das für... Wer macht sowas? Wer ist denn so, bitte? Hört gerne selbstgemachte Songs beim Sex. Das ist schon evil. Du bist wieder zu spät. Ich mach nie wieder mein Make-up. Was ist Snooze? Das sind diese Dinger, die man sich unter die Oberlippe macht von... Also Tabakpäckchen. Und wie läuft's? Die Red Flags wurden exposed. Oh, sie sind so cute zusammen. Ja. Ja. Hör jetzt auf damit. Die Challenge wurde bestanden. Let's go. Verlasst die Box und zieht euch um für die Belohnung. Wow. Willst du Küche? Discord, einfach auszeichnen Discord auf den Link hier. Oh nein, wir gucken einen Film. Ist das ein Horrorfilm? Boah, du verstehst, ich hab so Angst vor Horrorfilmen. Ihr könnt ja schon mal eure Pick me. Abschließen. Das haben wir nämlich auch gemacht. Sieht aber aus. Ja. Nein, kommt. Wie merkst du, wenn der Moment da ist? Wenn man miteinander lacht. Ja, weißt du, das erste Mal, wenn sie lacht, du gehst direkt auf zu mir. Oh. Oh. Nein. Wir schauen Leuten zu schauen. So, was ist jetzt? Oh, das war ein... Ich glaube, hier wollte jemand einen Kuss haben, oder? Was sagt ihr, Chat? An die ganzen Player und Playerinnen. So, was ist jetzt? Ja, vielleicht hat sie auch nur angeschaut. Keine Ahnung. Ich hasse dich, Hassler Hamburg. Wieso hast du sie nicht geküsst? Ich war. Ja, aber so eindeutig war es nicht. So ein bisschen vielleicht, aber so nach dem Motto, man könnte es so verstehen, so, hä, kommt da noch was? Aber jetzt nicht so nach dem Motto, küss mich! Sie hat so viele Zeichen. Ja, so viele Zeichen. Das siehst du in deine Haare. Alles so obvious. Ja. Der tut so, als würde er schlafen. No joke, ja. Hallo. Ich habe eine Überraschung für dich. Was hast du für eine? Ich habe es schon gesehen. Es ist eh gemeint. Ja, ich glaube, Leon hat auch eine Überraschung für dich. Auf die Box. Wir werden warm langsam. It's getting maybe hot. Because you're steaming. Oh, ich hab Cringe-Gänsehaut. Nein, ich kann... Oh, nee. Mir wird warm langsam. It's getting maybe hot. It's getting hot in here. Because you're steaming like... Oh Gott. Because you're steaming like... Oh nein. Wer redet so? Ah. Oh nein, er küsst sie. Oh, ist das unangenehm. Ich kann das nicht. What are you doing? What are you doing? Digga, sie kreischt einfach. Du bist so schnell. Aber gut, sie hat ihn gekauft. Gut so, wenn ihr Sachen nicht wollt... Dann sagt einfach nein oder kreischt, dann passt. Sie hat ihn gekonnt. Ja. Aber bitte sag nicht, what are you doing, okay? Das bitte nicht das. Und er hat gekräht? What are you doing? Ja, man hat ihn immer gewählt. Dann denkst du auch, dass das die Zeit war. Das hat doch jeder gesehen. Ich hab alle gesagt. Das war das Einzige, was ich gehofft habe, dass es nicht passiert. Armer Leon. Und dabei war der erste Tag im Vergleich ja noch ganz gut. Digga, ich könnte nicht in dieser Box bleiben, nachdem ich gekorbt wurde. Ich wäre raus. Gut. Euer drittes Date startet jetzt. Tag 2 begann gemütlich mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und zum Glück ist Leon ein wirklich gründlicher Sucher. Ich weiß. Aber trotz dem Erfolg bei der Challenge und einer leeren Wunschliste als Belohnung war die Stimmung noch etwas komisch. Weiß auch nicht warum. What are you doing? Nein, hört auf das einzuspielen. Menschen wünschen?
Du willst einen Menschen? Das sind die Briefe von ihr leiblichen Verehrern. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, die nächste Mal reinzuwerfen. Ich hab die eigentlich. Okay, ich sag dir ehrlich. Warte kurz, warte. Ich hab das Style und das Geld. Ich hab dir vorher das erklärt mit meinem Problem, der Angst vor Ablehnung. Kickst mich gerade weg. Ich glaube, dass ich Angst habe, dass wenn ich jemanden auswähle, dass diese Person dann mich ablehnen könnte. Beide mögen sich, aber denken die andere Person mag sich. Ja, aber er mag ihn noch krasser. Ich dachte eher, dass er mal nicht mehr so interessiert. Ja, aber sie glaube, er ist nicht interessiert. Wenn sie die ganze Zeit reinreden und uns auseinanderbringen wollen irgendwie. Und bei uns Vibes eigentlich gerade. Also, machen das mit Absicht. Also ich finde, eigentlich hatten wir einen Vibe. Wir hatten einen Vibe. Wir haben immer noch einen Vibe. Was hatten wir sein? Ja! Warum schreit sie denn immer, hä? Ich, das ist schrecklich. Ich finde das schrecklich, wirklich. Es gibt eine kleine Überraschung. Soll ich deins lesen, du meinst? Ja. Wirklich? Yo, I get jealous. Ich hab gesehen. Bitte red Deutsch. Bitte red doch Deutsch. Ich lese auch auf Girls, dann haben wir schon mal was gemeinsam. Krass. Lucy. Ja, ich stehe auch auf Girls. Ja. Er ist so fucking unkreativ. Gerade hat mir nämlich jemand erzählt, dass du vor einiger Zeit mit mir auf ein Date gehen wolltest. Sagt S. Warum hast du nie gefragt? Schätze, du bist doch mal ein Fuckboy. Bist du so jemand, der so Netflix und chill? Du wirkst so ein bisschen wie ein Fuckboy. Ich bin kein Fuckboy. Wer auch immer du bist. Ein bisschen wirkt er wirklich so. Auf uns zu schreiben. Wir finden noch früh genug heraus, wer die Personen sind. Komm nämlich vorbei. Schon ganz bald. In der Nacht, ich wollte die ganze Zeit kuscheln mit dir. Du wolltest kuscheln? Hä? Das hat gereicht? Ach, was soll's. Das weiß ich schon von junger Liebe. Oder ist das freundschaftlich für dich? Machen wir Freunde? Nein, ich glaube nicht. Naja, Freunde gibt es nach der Box sowieso nicht, denn ihr wisst, egal wie viel Spaß sie haben. Okay, wir machen jetzt unser erstes Sexdate. Nach 100 Stunden müssen beide unabhängig voneinander eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Digga, nachdem du bei sowas mitgemacht hast, dann bist du halt auch prädestiniert. Du kannst anfangen bei Schwiegertochter gesucht, du kannst anfangen bei Köln 6, 7, 9, 15 oder was auch immer, bei Berlin Tag und Nacht. Da kannst du dich bewerben und kannst sagen, ey, pass mal auf, ich habe hier schon mitgemacht. Du lebst. Wie war's beim Feiern? Ja, gut. Aber ich habe meinen Wecker damals gehört. Verhört? Ich habe ja, warum du geläutet hast. Ah, du weißt mich immer. Update mich mal hier. Ich sag's mal so, er hat ein bisschen verkackt. Ja, erzähl! Ich hab dich gelitten. Ich bin dabei aus. Try. Hä? Wie try it? Du hast am Abend davor gesagt, dass du nicht geküsst werden willst. Dass er zu schnell ist und jetzt try it? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich mach nicht mehr den ersten Move. Ich weiß noch, was beim ersten Move passiert ist. Yeah. I'm not gonna do that anymore, because I'm not gonna embarrass myself anymore. Oh, ja, ich kann. Das ist Englisch. Wollen wir wetten? Share this, damn puppy. You fucking bitch. Oh mein Gott. Ich will einfach nicht der fucking Bitch genannt werden. Date Nummer 4. Oh mein Gott, ich hab voll Angst, dass wir nicht auf der Matratze schlafen dürfen. Challenge, give me 5. Diese Challenge erfahrt ihr nach eurem Date über Funk. Okay? Okay, cool. Hast du schon mal dran gedacht, dass sie uns eventuell, wenn wir die Challenge verlieren, einfach alles wegnehmen, was wir haben? Oder darfst du jetzt pessimistisch denken? Bin ich pessimistisch oder bin ich realistisch? Das ist überhaupt nicht realistisch. Das wäre nicht fair. Die Challenge wird sein. Darf ich sie vorlesen? Ja, lese sie vor. Oh mein Gott, okay. Ihr bekommt 5 Shots mit verschiedenen Alkoholsorten. Oh! Wenn mindestens 3 Sorten erkannt werden, ist die Challenge geschafft. Bauchnabel? Was? Das ist ganz schlimm. Das ist wirklich ganz schlimm. Alter, das ist ja schrecklich. Würdet ihr das machen? Jemanden aus eurem Bauchnabel trinken lassen oder aus einem Bauchnabel trinken? Komm. Das ist glaube ich die schlimmste Sache, oder? Das ist die beste Beziehung. Das haben wir. Berliner Luft. Wodka. Prosecco. Nochmal Berliner Luft. Das kann man schon mal feiern. Als Belohnung gab es eine Danceparty und da war das mit der Bitch auch schon wieder ein Alkoholertrinken. Ja, da wurde es heiß. Aber die Lüftungspause war unser Problem. Nur wenn da Fusseln drin sind. Da ist man einmal abgelenkt von ein paar Sekunden Spaß und schon findet man 2 Singles, die gerade noch in getrennten Räumen waren, auf einmal im gleichen. Warte, was ist gerade passiert? Nein. Unseren schwachen Moment genutzt, wie wir Party gemacht haben. Nein, wir waren ehrlich. Ich bin gerade schon eine Sekunde ins Wohnzimmer gegangen, um jetzt ihn zu küssen. Ja, schwör. Das ist ein bisschen weird. Warum durften die raus? Ich lasse aus meinem Keller niemanden raus. Was ist passiert? Es ist gar nichts passiert. Ihr seid drin gewesen und habt gedanced. Und da war Amalia? Na, Amalia war nicht da. Doch. Die war da. Sie ist weggelaufen. Nee, ich kann mir das genau vorstellen. Ich kann es mir auch genau vorstellen. Genau das war ich, Mann. Das würde ich machen. Was ist wahrscheinlich? Hast du es gemacht? Licht aus. Alter, dass ich da nachts gefilmt werde, wäre so schlimm. Date Nummer 5 startet jetzt. Oh, man.
Ja, nach viel Alkohol und sehr wenig Schlaf kann die Box durchaus auch mal ein bisschen anstrengend werden. Okay, wie viele Dreiecke befinden sich in folgender Struktur? Das Gute ist, die beiden sind ja nicht blöd. Und wie viel macht so ein bisschen Alkohol schon aus? Ich wusste es. Shit. Die Challenge wurde nicht bestanden. Fuck you. Dass sie echt alles nehmen, ist schon krass. Ja, bei uns geht's immer noch ein kleines bisschen schlimmer. Heute ist der Tag, an dem wir euch endlich... Guck mal, wie sie sich anfassen, Digga. Die kennen sich seit einem Tag. Das ist verrückt. ...kennenlernen dürfen. Freut ihr euch genauso wie wir? Wenn die uns auseinanderbringen wollen, sodass wir dann quasi abbrechen könnten, würdest du es machen? Würdest du abbrechen? Da hat jemand gezögert. Ich muss aber ehrlich sagen, du hast gestern was gesagt und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Was? Wenn ich älter werde, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich nur eine Person haben will. Aber jetzt gerade, wo ich noch jung bin, denke ich mir so, warum die Erfahrungen nicht mitnehmen und einen Partner haben, der das auch so sieht. Also ja, ich bin offen für offene Beziehungen. Die Frage ist, willst du's? Oh. Er möchte eine offene Beziehung. Das könnte natürlich eine dicke Red Flag sein für sie. Ich kann mir schon vorstellen. Okay, das kann ich mir vorstellen. Auje! Warte, was? Auje! Puh, okay. Ja, ich weiß, aber lass es nicht von mir raus. Oh, wie sie sich diese Langeweile noch zurückwünschen werden. Willkommen zur bisher wichtigsten Challenge des Experiments. In dieser Challenge tretet ihr nämlich nicht gegen die Box an, sondern gegeneinander. Yo, welcome, Bindestrich C. Bindestrich, es kommt in 3 Minuten. Challenge Nummer 6, Duell der Herzen. Der Grund, warum sie bei dieser Challenge gegeneinander antreten, ist, dass leider nur eine von ihnen die Person aus dem Brief kennenlernen darf. Zuerst wird die Box mit einer Linie in 2 Hälften unterteilt, dann malt jeder 3 Herzen auf die Seite des Gegners. Wo genau ist ihnen überlassen? Eure Aufgabe ist es nun, alle Herzen auf eurer Seite gleichzeitig zu berühren. Wer am längsten durchhält, bekommt eine Auszeit aus der Box. Ja, da hat er ja voll den Vorteil, hä? Er ist viel trainierter und er ist größer, das ist ja so unfair. Are you crazy? Digga, er muss einfach nur so stehen, Bro. Und sie... Ich wusste, hätte ich sie machen können. Gib's schon auf. Leon, du hast die Challenge bestanden. Hab gut gespielt. Danke. Wenn ich gewusst hätte, dass sie uns mit den Herzen auseinanderbringen wollen, ja, hätte ich sie größer gemacht. Als Belohnung darfst du die Box für 30 Minuten verlassen. Aber keine Sorge, Maria, dir wird bestimmt nicht langweilig. Denn du hast währenddessen ein Date. Krass. Bitte mach dich bereit. Oha. Ja, dann will ich dir auswendig. Ich hoffe, du denkst an mich, während du ihn datest. Das ist genug. Geh jetzt. Okay. Ich find's mega weird, weil eigentlich sind wir ja hier am Daten und nicht mit irgendjemand anderem. Also finde ich auch schade, dass ihr das annehmen überhaupt. Das ist das RTL, das ist YouTube. Das ist der Qualitätscontent, den wir hier brauchen. Als ob die jetzt auf ein Date gehen kann. Das ist so krass. Ist die Person mal da? Vielleicht. Ist sie schon da? Vielleicht. Ist sie im Klo? Vielleicht. Okay, Leon, es ist Zeit für deinen Ausflug. Mein Ausflug? Die Auszeit aus der Box. Wo geht's hin? Komm, vielleicht heißt die. Was machen wir? Amalia hat ja jetzt ihr Date. Ja. Und du wirst live zusehen. Oh nein. Wie unangenehm. Ich weiß. Digga, warum kommst du eigentlich immer mit einem Glas Kaffee? Was, ich bring heute die Kaffeesachen hier. Hat sie das Ding hier? Ja. Ach, oh, fuck, mein Life. Amalia, du darfst die Augenbinde während des gesamten Dates nicht abnehmen. Nimm Platz, erste Reihe. Schmussfrei. Du hast 30 Minuten Zeit, um die Person kennenzulernen und musst danach entscheiden, ob du die nächsten 50 Stunden mit ihm verbringen möchtest. Oh, okay. Was? Viel Spaß. Oha, don't play with my feelings. Ach, Digga, ich find sie schrecklich. Don't play with my feelings. Willkommen bei Reality TV. Hey. Hi. Ich lass mich einfach mal zu dem Bund. Okay, cool. Kannst du mich sehen? Ich kann mich sehen. Kann das ist so unfair. Ich würde dir gerne abgeben, aber ich glaube, du wirst mir das nicht sehen. Hi. Was ist hier die Belohnung für mich? Was ist hier die Belohnung? Ich suche die ganze Zeit. Ich hab gesehen, dass du ein Foto schon bekommen hast. Ich glaube, das ist echt für mich. Ja, ich dachte, das ist perfekt. Er hat mir ein Foto geschickt. Leute. 500 Einheiten Photoshop drüber. Das bin ich. Ja. 500 Einheiten Photoshop drüber. Da ist gar nicht Photoshop drüber. Oh nein, er ist eifersüchtig. Also, es liegt daran, dass ich auch Leistungssportler bin. Also Profi. Mhm. In American Football. Ich weiß nicht, wie viel dir das sagt. Ja. Was ist, wenn ich in die Box gehen kann? Oder Mali geht raus? Bist du mit denen? Wie war dein Aufenthalt in der Box? Bis jetzt. Wir hatten eigentlich sehr viel Spaß und dann hatten wir aber eine Challenge. An die Frauen unter euch, wen findet ihr besser? Den neuen Guy oder den alten?
verlangt, dass beim Essen immer der Partner zahlt. Und an die Schwulen und B-Boys natürlich. Das bin ich, das finde ich schon krass. Ich habe 4 Red Flags, aber die eine ist falsch verteilt, muss man sagen. Er legt sich gerade das zu viele. Also, das sind 3 Pro oder so. Achso, ich wollte schon sagen, da hängen 6. Was? Da hängen 6 Red Flags. Okay. Ach Leon, langsam habe ich das Gefühl, wir brauchen nicht mal ein Verführungsgeschäft. Zicke, er tut einfach die Red Flags von sich an bei sich hin. Wer zu machen? Wer war das? Findest du wirklich, dass ich das hinsehen soll? Das ist doch aber eine gute Idee. So sieht's aus. Ich finde schon. Naja, ich meine, jetzt haben wir ihn schon gebucht. Wir haben die Option, dass Amalia die Augenbinde abnimmt. Wenn ihr beide zustimmt, kannst du es machen. Willst du sie abnehmen? Ja. Mach. Gut. Hallo. Hi. What's up? Ich fühle mich. Du hast ein sehr hübsches Gesicht. Wie unangenehm. Das ist so krass, wenn sie die Entscheidung treffen muss. Nämlich das, nämlich das. Was denkst du, Nancy? Irgendjemand versucht uns zu trennen. Ich hoffe, du denkst an mich, während du ihn datest. Du musst jetzt entscheiden, ob du die nächsten 50 Stunden mit Chris verbringen möchtest oder Leon wieder zurückholst. Ich kann super mit einschätzen. Ich weiß nicht, wie die ersten 50 Stunden waren. Ich kann nur sagen, dass die 50 Stunden besser werden. Oh. Es ist so intens. Es ist so intens. Oh, ich hätte noch eine Frage stellen sollen. Von mich? Ja. Lebst du monogam? Bist du in monogam? Oh, ich monogam wusste es. Ja. Also ich bin schon sehr treu. Okay, ich meine. Amalia, bitte jetzt deine Entscheidung. Okay, ich muss jetzt mal kurz in mich. Nimmt sie den offenen Beziehungsguy oder nimmt sie den monogamen Guy? Intuitiv entscheiden. Ich bin oben für offene Beziehung. Die Frage ist, willst du? Ich glaube, wir sind beide keine Kutter. Auf jeden Fall nicht. Pinky Promise? Pinky Promise. Saying no is denying yourself an experience. Die Experience mit Chip. Oder 100 Stunden Experience mit Leon. Ich will erst mit Chip so lang. Ich will mal so. Okay. Ja. Then I go to. Damn. Nein. Sie haut ihn weg für den nächsten. Holy shit. Don't hate the player, hate the game. Shut the fuck up. What the fuck? Gut, Chris. Du darfst dir jetzt die Wahrheit sagen. Du darfst jetzt die Wahrheit sagen. Das war ein Spiel. Ja. Alright. Okay. Das, was ich gesagt habe, alles war, aber. Mhm. Wow. Scheiße. Nein! Schon eine Scheiße. Ja. Alles okay, gleich. Digga, der hat die verarscht. Der hat die Hops genommen. Sie muss jetzt 100 Stunden mit dem weiter drin bleiben und hat sich trotzdem gegen ihn entschieden und der hat's gesehen. Ja, ich kann doch nicht mehr reingehen. Ich hab so ein Gefühl. Gut, Chris, du kannst rauskommen und es geht weiter wie bisher. Ey, was ein geiles Video. Ja. Das ist übel Trash, aber es ist geil gemacht. Oh shit, what just happened? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, hey, wie soll ich da wieder reingehen mit diesem Business? Kann ich abbrechen? Kann ich immer abbrechen. Hab ich ihn gerade richtig, ich weiß nicht, komisch angefügt. Hättest du gedacht, dass er dich nimmt? Ich bin schon überzeugt von mir selbst, aber es war schwierig. Ich hätte nie gedacht. Wir haben alle gedacht. Wie sie auch nachdenkt gerade. Sie denkt sich, fuck, was habe ich getan? Die denkt sich ganz scheiße. Ich meine 6 Red Flags. Ich bin die Red Flags. Maybe. Ich glaube aber auch. Gerade. Stimmt einfach Pinky Promise, Digga. Was geht ab? Das ist einfach euer Erstes. Ich bin gut, ich freu mich auf den Cheesecake. Wie geht's dir? Nicht so gut. Krass Experience, ne? Ja. Man merkt, dass es gebrochen ist. So viele Emotionen in 50 Stunden. Ich dachte, wir hatten eine Connection. Halt wirklich, ne? Halt wirklich, so. Die gehen durch eine komplette Beziehung, weil das so viel ist einfach. Also, du dachtest, also, das ist in der Vergangenheit von mir. Nein, aber gut. Ich versteh's. Und ich glaube, ich hätte einfach ansprechen sollen, das ist für mich ein bisschen. Schwierig ist die Idee einer offenen Beziehung. Mhm. Ich bin ja grundsätzlich kein eifersüchtiger Mensch. Und ich kann verstehen, wenn du eine andere Frau auch gut findest. Und das ist ja auch menschlich, das ist ja normal so. Machst du ein Cheesecake? Ja, ein bisschen. Auch wenn sie die eigentliche Challenge nicht bestanden haben, gab als Trostpreis ihr Bettchen wieder zurück. Obwohl ich nicht sicher bin, ob da noch viel zu retten ist. Oh Gott, Digga, die Stimmung. Glaubst du, es gibt eine Chance, dein Vertrauen zurückgewinnen? Schlaf an, ich bin voll auf. Schwierig. Was glaubst du, gibt's noch einen Kuss in der Box? Ich glaube, nutzt dich nicht. Ich hab noch Hoffnung. Ich hab keine Hoffnung mehr. Ich glaub keinen Kuss. Doch, ich hab schon. Du musst immer wetten. Ich hab keine Spielsucht. Nein, jetzt ehrlich. Was? Bist du abbrechen? Abbrechen? Hast du eine wilde Position? Hello. I'm not gonna quit. Was denkst du, fällt da noch ein Kuss bei denen oder ist jede Hoffnung verloren? Was? Hell no. I'm not gonna quit. Hell no,
I'm not gonna quit. Was denkst du? Fällt da noch ein Kuss bei denen oder ist jede Hoffnung verloren? Weiß nicht. Irgendwie stinkt es schon ein bisschen nach 50 Stunden. Ja, aber Gott sei Dank steht die nächste Challenge schon wieder an. Und damit die Kandidaten überhaupt zum Ausdruck bringen können, was ihnen nach so langer Zeit fehlt, schicken wir jetzt einfach mal einen roten Stift in den Dschungel. In die Box. Genau. Genau. Oh ja. Freunde. Ein Buch. Kann ich endlich mal duschen gehen? Ich fühle mich echt schon ekelhaft. Also. Nein, wollte nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Date Nummer 7 startet jetzt. Die rocken wir jetzt, damit ich nicht neben dir schlafen muss, während du ungeduscht bist. Das ist ein Deal. Das ist so ein Deal. Willkommen zur 7. Challenge. Ihr dürft eure Augenbinden abnehmen. Krass. Ein kurzes Umarmen. Bei diesem Spiel hat Kommunikation oberste Priorität. Wenn ihr alle 5 Fehler im Fehlersuchrätsel auf eurem Rücken findet, habt ihr die Challenge gewonnen. Der Timer startet jetzt. Oh Gott, dreh ich um. Ihr habt 3 Minuten Zeit. Okay, es ist eine Kiste mit Herzen. Da drin sind ein Pärchen und die halten einen Rosenstrauß. Und unten herum sind Rosen. Eine Hochzeit? Nein. Achso, wir müssen das gemeinsam machen. Ja, genau dasselbe. 2 Minuten verbleibend. Ach, wir müssen einen Fehler finden. Die Sonnenbrille ist ein Fehler. Die Sonnenbrille ist ein Fehler. Ein Fehler wurde gefunden. Okay, krass. Okay, dann. Ich hoffe, Sie finden sie. Ein Grund zum Umarmen. Wenn wir das umarmen, dann kann ich das Ding sehen. Und du kannst meinen. Krass. Oh, wie süß. Okay, wir müssen jetzt loskommen. Jetzt ist es soweit. Ich will auch in die Box. Okay, was hast du noch? 1 Minute 30 verbleibend. Die Box in der Box mit 4 Herzen. Nein, 3. Okay, Fehler. Aber bitte mit jemandem, der entweder nur Englisch oder nur Deutsch spricht. Ein Schal? Ja, kein Schal. Okay, Schal. Also ein Frosch oben über der Box? Nein. Okay, der Box, der ist weg. Es sind 1, 2, 3, 4 Herzen. Was? Ich habe nur 3 Herzen. Okay. Mit deiner Freundin also allein. Okay, es sind 4 Herzen. Das ist der Fehler. 5. Fehler gefunden. Oh mein Gott. Ob ihr es in der Zeit geschafft habt, erfahrt ihr gleich. Oh no, ich glaube, wir haben es nicht in der Zeit geschafft. Wenn ihr die Challenge nicht geschafft habt, bekommt ihr 1 Belohnung von der Wand. Okay. Wenn ihr die Challenge geschafft habt, bekommt ihr 10. What? Oh, okay. Das ist crazy. Sollen wir uns schon mal eine aussuchen, falls wir es nicht geschafft haben? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich... Was ist die wichtigste? Die Playlist, oder? Digital. Oder deine Dusche. Ja, die Dusche. Die Challenge wurde... bestanden. Let's go. Was? Aber wie? Wenn ihr die Challenge bestanden habt, gibt es 10 Dinge von eurer Wand. Bitte nicht die Dusche. Bitte nicht Dusche. Nein. Big Mac. Aber... Candy. Candy. Sonnenlicht. Sonnenlicht? Hä? Wie? Eure Wunschplaylist. Ein Überraschungsei. Lyrics von Everything Flows. Und einen Gutschein zum Duschen. Yeah! Ja! Endlich, Alter! Let's go! Ihr dürft die Augenbinden abnehmen. Ja, danke. Danke. Krass, wow. Oh, wie süß. Willkommen. Leider dürfen wir keine Musik zeigen, wo man das Video nicht monetisieren kann. Deswegen gibt's eure Playlist heute live. Dang. Das ist ein einziger Fiebertraum. I know. Oh Gott, was bahnt sich denn da schon wieder an? Ich will das nicht mehr durchmachen müssen. Du denkst echt viel nach. Ja, ich bin sehr nachdenklich. Denkst du manchmal zu viel nach, glaubst du? Vielleicht. Ich habe auch viele Ideen. Was hast du für eine Idee? Keine Ahnung, wie diese Performance dazu geführt hat, dass die beiden sich wieder näher kommen, aber der Dschungel ist immer für eine Überraschung gut. Kann ich aufs Klo? Ja. Warum seid ihr so ruhig? Ich bin müde. Ist ja abgedreht. Ja, komm schon, dann alles weg. Was? Chris. Hä? Oh shit. Die haben den Monitor außen verfolgt, nicht was passiert ist. Was haben die da drin gemacht? Da haben wir wohl irgendwas verpasst. Warum hast du so gedacht? Ja, die haben sich geküsst, 100%. Ich habe eigentlich keine spezifische... Oder haben die Sex gehabt? Ich habe einfach lustig gefunden, euch mal nicht von dem Fernseher sitzen zu sehen und zu schauen, was wir machen. Bist du nervös? Sag die scheiß Wahrheit. Ich habe nichts gemacht. Wir haben alles gesehen, wie gesagt. Ihr habt gar nicht gesehen, ihr seid da gesessen. Okay, das heißt, wenn wir jetzt einmal nicht gefragt haben, wird sie auch nichts sagen? Ich weiß nicht, was Amalia sagen wird. Im Endeffekt habe ich mich ja dann doch getraut, ihn zu küssen. Okay, das war einfach was gedacht. Okay. Geld verloren, Bitch. Okay. Ich meine. Jetzt könnte man fast denken, alles ist wieder in Ordnung, aber da gibt's ja noch so ein kleines Problem. Wenn sie nicht ready sind für eine Beziehung, ist es nicht. Ciao, Schnäßchen. Du lässt jemanden so für 100 Stunden in dein Leben und dann könntest du sagen, dass du ihn nie wieder siehst. Ich würde so gerne wissen, für was sie sich am Ende entscheiden. Das heißt, ihr kommt früh, seid ihr von null ab in einer Beziehung. Das heißt, ihr kommt tot und jegliche Kontakt von null ab unter Beachtung. Oh mein Gott. Doch leider waren die 2 Turteltäubchen in der Box nicht die einzigen mit einem Problem. Ich habe Angst, dass jemand fürs Video was macht.
Nicht, weil es wirklich will, zum einen, weil es nicht ehrlich ist und ich will kein Environment, also kein Umfeld kreieren, wo sich irgendjemand zu irgendwas gedrängt fühlt. Da sind 5 Kameras in dem Raum. Ich glaube nicht, dass man das so einfach ausblenden kann. Und jetzt stell dir vor, du machst das alles nur, weil du dich nicht traust, etwas zu sagen. Vielleicht sollten wir die nochmal getrennt rausholen und fragen, alles gut, willst du abbrechen? No hard feelings. Aber ich will auch nicht, dass sie dann wieder die Kamera sehen und dann wieder das Gefühl haben, sie müssen für die Kamera irgendwie acten. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Wir nehmen eine versteckte Kamera, dann hole ich sie zum Interview raus und wenn ich meine große Kamera ausschalte, ich glaube, erst dann wissen wir, wie sie wirklich denken. Jetzt dachte ich, hole ich nochmal separat und auch auf Kamera. Ach so. Passt alles? Auf Kamera. Alles gut? Im Raum, auf dem engen Bett und alles und fühlst du dich zumindest gepressured? Ich bin wirklich gepressured. Aber du würdest... Fühlst du dich gepressured? Nein, ich fühle mich nicht gepressured. Ich kann es so cringe irgendwie. Ich spreche auch viel Englisch und so, aber das ist komisch irgendwie. Sagen, dass ich nicht gut bin und das Gefühl, dass also wenn ich das wirklich, wirklich will, dann würdet ihr es auch merken. Ach, da bin ich ja beruhigt. Aber sicher ist sicher. Hä, warum willst du jetzt ein... Warum denn ein Kussverbot? Hä, lass dich doch selber entscheiden. Das ist doch eher gepressured, dass sie sich jetzt nicht küssen dürfen, dann... Hä? Das macht gar keinen Sinn. Okay, vielleicht habe ich da was falsch interpretiert, denn das Kussverbot kam gar nicht so gut an. Natürlich, sonst verpassen wir noch... Ich hab gerade gepupst. Diesen krassen Content. Aber hey, voreinander furzen ist auch ein Zeichen, dass man sich in einer Beziehung wohlfühlt. Ja! Und irgendwie habe ich das Gefühl, die beiden haben eh schon ausgeblendet, dass sie in einer Box feststecken. Ich kann mich nicht beschweren. Und mit jeder bestandenen Challenge kommen sie mir immer mehr vor wie so ein süßes altes Ehepaar. Es fühlt sich jetzt einfach so wie ein Zuhause an. Wie ein Zuhause in der Box. Oh Gott. Glückwunsch, ihr habt eine echte Verbindung aufgebaut. Und deswegen gibt es jetzt eine kleine Überraschung. What? What? Ich meine, jetzt wo wir schon einen Beamer haben, wieso nicht ein kleiner Rückblick? Wie im Fernsehen. Nein, bist du fertig? Ich meine, das hat gepasst. Ich mag dich auch. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich erkenne da einen kleinen Funken. Ich erkenne auch einen. Digga, die sind durch eine komplette Beziehung gegangen in 100 Stunden. Die haben schon alles durchlebt. Ich habe mich noch nie so gesehen. Ich habe mich auch noch nie so gesehen. Das so diese Leute sehen watching werden. Yourself so, du weißt schon. Aber doch nicht voll in den Love. Machst du das immer, bevor du mich gehst? Miriam, nein. Also die Sendung ist absoluter Trash, ne? Keine Sorge. Aber es ist lustig. So. Das muss man auch mal machen. Man muss sich auch mal Trash anschauen. Weiß nicht. Hast du Zähne geputzt? Nein. Ich erzähle das sicher. Warum schnitzel ich? Okay, wir machen jetzt unser erstes Sexdate. Okay, ich muss zugeben, erst dachte ich auch, es war ein Witz, aber dann... Okay. Nein, die Mikrofone sind alle Deko. Boah, ist ein bisschen heiß geworden gerade so. Ja, und in der Hitze des Gefechts kann man die ein oder anderen wichtigen Punkte schon mal außer Acht lassen. Wenn dann nicht noch eine wichtige Entscheidung zu treffen wäre. Aber zum Glück habe ich schon den perfekten Plan, um Ihnen das nochmal deutlich zu machen. Wenn Sie die Belohnung bekommen, dann sagen wir wie üblich, Augenbinde auf, wir führen euch rein. Aber wenn Sie dann die Augenklappe abnehmen, sitzt dann nicht die andere Person, sondern deren Freunde. Das ist so toll. Ja, auch wenn sie ein paar Sachen anspricht, die sie eigentlich vielleicht stören, ja. Kann sie ihr sagen so, Girl oder Girl? Was ist der Unterschied? Da gibt's Unterschied. Danke für die Info. Ich dachte gerade, wenn deine Nachbarn wissen, was sie abgeht. Du wirst es. Alter, gut, dass Benny der Onkel von Leon auch dabei ist. Oder Großonkel, ja. Digga, die passen nicht zueinander. Das sind keine Freunde. Er ist ein Lehrer gewesen in der Grundschule oder so. Er sieht aus wie ein, der Benny sieht aus wie ein Banker, der 180.000 im Jahr mitnimmt und Leon sieht aus wie der Fuckboy von nebenan mit 10.000 Tinder-Matches. Hallo. Aber beide sympathisch natürlich, ne?
Oh, mein schöner Großer. So, jetzt rede doch mal. Ja, er lautet halt. Ja. Sie hat so eine krasse Nase irgendwie. So ein krasses Side-Profile. Perfekt. Wie funktioniert? Mit ihr oder allgemein? Also, am ersten. Warum sehen ja alle so gut aus? Abend. Du dachtest, ich will ihn küssen? I don't know, lass doch was. Wir haben so zwei Verträge zum Schluss, die wir unterschreiben müssen. Cool. Entweder wir gehen die Beziehung ein und wir dürfen uns weiter kennenlernen. Ja. Yeah. Oder. Er ist seit 10 Jahren Top-Jurist in irgendeiner Kanzlei. Da sagt er, ja, der Vertrag, den zeigst du mir aber erstmal vorher. Wir dürfen uns nie konfrontieren. Ich zittere am Herzen. Das macht mich fertig, dieses Video. Ja, wenn der geht hier raus und dann bist du in einer Beziehung. Ist denn die Frage? Ich bin. Ich meine, das wäre schon sad, wenn du ihn wieder siehst. Würde nicht gut aussehen, würde das niemand gucken. Ist halt wirklich so, ne? Das ist halt wirklich so. Guck mal, die sieht aus wie ein Topmodel. Vielleicht ist sie sogar Topmodel. Kann ich mir sogar wirklich vorstellen. Ja, natürlich. Du bist zu spät. Die haben heute Nacht abgestimmt. Um 8 Uhr. Heute schon? Okay. Ja, ja. Wir haben die nach. Wir haben die nach 2-3 Stunden Schlafen aufgeweckt. Willkommen zur letzten Challenge. Sind die einzeln rausgegangen? Ja, guten Tag. Das Ding ist, wenn sie sich zu viele Gedanken machen um diesen Vertrag, dann wird's nichts. Das müsste spontan passieren. Eine Beziehung. Schon was. Bei 10 Stunden vor Ende rechnen sie bestimmt nicht damit. Eine Beziehung ist schon krass. Sie sind es. Außer von der Box ganz anders ist. Da werden sie ihre Entscheidung dann treffen. Komplett übermüdet, aber dadurch auch irgendwie ehrlich. Also wirklich ganz nett. Und sie wissen beide, machen sie wissen beide nicht, dass sie genommen. Chat, was denkt ihr? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, die führen eine Beziehung. Zwei in den Chat, wenn ihr denkt, einer von denen oder beide haben sich dagegen entschieden. Guten Morgen. 5 Stunden Das ist schon krass. Guten Morgen. Das Licht ist heller als gewohnt. Ich hätte nie gedacht, okay, fast dass alle zwei. So viel zusammen lachen. Kannst du das, wenn du aufwachst und du hast eine Beule in der Hose? Also ich hab das jeden Tag. Und irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, der mag mich auf jeden Fall auch. Wir teilen halt dieselben Interessen von Musik. Wir kennen viele Songs auswendig, gemeinsam. Ich hasse beide, wenn sie sich gegeneinander entscheiden. Es ist ja so, die waren Strangers, die können wieder Strangers sein, genauso wie ich und mein Ex auch wieder Strangers sind. Das ist mir egal. Was ist mir wirklich egal. Verstehe, dass die Box noch ein bisschen vermissen. Ah! Nein, ich wollte nur den Modus umschalten. Ich muss krass finden, wenn Leonie irgendwie so realisiert hat, ja, es passt doch und er traut sich den Schritt quasi zu gehen. Ja, das war's. Stell dir vor, sie denkt sich, nee, wird er niemals machen. Und sagt dann nein, wo er sie eigentlich überwunden hat. Dann wird er nie im Leben monogam werden. Dann kann er das auch nicht mehr. Das war richtig schön, ja. Ich würde mir wünschen, dass ich mehr offen dafür bin. Das ist das Highlight auf jeden Fall. Yo. 1 Stunde verbleibend. Das ist schon wieder so krass. Das ist schon wieder so ein fucking Mindfuck. Es ist Zeit für mich nachzuschauen, wenn ich es dann verkünden kann. Digga, er hat einen Aktenkoffer. Würde ich wissen sollen. Nee. Mein Herz schlägt so schnell. Boah, das ist halt schon krass mit diesem Vertrag. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Ich weiß halt nicht, ob es auch so anhalten würde. Ich glaube, bei beiden würdest du so denken. Ich sage euch jetzt nicht von BBS. Aber ich sage euch, welcher Vertrag. Und der zweite bleibt unter mir. Vereinbarung zur Eingehung einer Beziehung. Nein. Das Schlimmste für mich wäre, wenn er das Ganze nur... Okay, eine Person hat schon mal Ja gesagt. Oh, oh, oh. ...so gespielt hat. Aber ich muss schon sagen, wir haben echt viel durchlebt in den letzten 4 Tagen, 5 Tagen. Ich zittere. Okay. Dieser Grad von, okay, entweder du nimmst die Beziehung oder du nimmst gar nichts, ist halt krass. Ich bin schon ein bisschen so... Ich habe so ein Gefühl wegen der Auflösung. Hast du? Ja. Eine Minute verbleibend. Ich will's wissen! Goddamn, 50 Sekunden sollen wir. Klingt so, als würdest du die Umarmung nur machen, weil du denkst, dass ich einen umarmen will. Hab ich wirklich auch umarmen. Dann immerhin ist die letzte Minute. Die letzte halbe Minute. Okay. Da muss man auch mal Respekt da lassen, auch wenn es natürlich voll das Trash-Format ist.
ist das Video super krass produziert, ne? Das muss man wirklich mal sagen, kurz vor der Entscheidung jetzt, aber also wirklich, das ist so gut gedreht, so gut gemacht, so viel Gedanken stecken da drin, so viel Planung, so viel Geld auch, also wirklich Respekt, dass der das macht für YouTube, super krass. Und auch Respekt an die beiden, dass sie das 100 Stunden machen, das musst du auch erstmal machen. Glaubst du, es gibt eine Chance, dass ich dein Vertrauen zurückgewinne? Was ist, wenn es außerhalb von der Box ganz anders ist? Hier, Kopfbeuergebnis. Krass, gleich ausgeschlossen. Erscheint die Box gleich rot, ist jeglicher Kontakt von Monat unterlagen. Erscheint die Box grün, seid ihr ab sofort in einer Beziehung. Oh shit. Das ist irgendwie die Stunde der Wahrheit. Ich mit meiner Angst vor Ablehnung denke halt oft, dass die andere Person weniger an mir interessiert ist, als ich an ihnen. 100 Stunden mit einer Person zu verbringen. Du bist süß. Und danach einfach den Kontakt komplett abzukappen. Ich finde das heavy. Ich habe so meine Entscheidung getroffen, auf jeden Fall. Oh mein Gott! Oh! Damn. Alter. Damn, Bro. Verboten. Bitte redet. Alright. Ich hab's geträumt. Was hast du genommen? Hast du? Ja. Nein. Alter, sie hat ja gesagt, er hat nein gesagt. Oh Mann. Schon ein bisschen. Wieso? Ist das nicht schlecht? Ja, ich weiß nicht. Ich habe nur das Gefühl gehabt, wir sind mehr Freunde als wirklich. Mhm. Es gibt halt kein Mittelding. Digga, du hast gestern noch gesagt, dass du sie mit dir schlafen willst. Ich muss wirklich das Gefühl haben, ich kann der Person so 100% vertrauen. Und vielleicht war der Vertrauensbruch einfach zu krass. Was soll ich sagen? Nicht jedes Video hat ein gutes Ende. Scheiße. Scheiße. Ey, das war ein geiles Video. Zwar übel Trash. Also es ist halt Trash-TV, RTL 2 Shit, aber geil. Hat Bock gemacht. Und vor allem dieser Bruch in der Mitte mit diesem anderen Typen, das war stark. Also das haben die echt gut gemacht. Von daher, danke für das Video. Schaut bei Mike, werdet so bei, supportet das Ding und lasst auf jeden Fall Liebe da. Ich lasse auch ein Like da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei Mike vorbei und ja, lasst hier einen Kommentar da. Ciao!